Ich will es jetzt mal probieren. Weh! Nein, du siehst mich nicht. You are not seeing me. Was? Kurz einen Blick. Wo ist jetzt die Angelstelle? Da unten. Okay. Diese Straße hier runter. Mama mia. Na, wieder zwei Damen. Ich muss ein kompletter Vollidiot sein. Ab und zu. Danke. Sehr gut, wir haben ja da auch ein Lagerchen. Da können wir angeln. Aber zuerst müssen wir uns dieser Damen hier entledigen. Und auch ihm. Warte mal, da ist eine Pilze. Ah, wie ist das gegangen? Ja, halt dir mal. Hast du eh recht. Brauchst aber nicht zu stöhnen. Ah! Ich bin ein Dorftrottel. Vielleicht funktioniert das mit die, mit der Sichel. Nö. Schade. Nö. Funktioniert auch nicht so, wie man das vorgestellt hat. Es ist alles, es ist halt alles. Ja, wenn du was Neues anfängst, du weißt es eh, wie das ist. Aber brauche ich da eh nicht viel erzählen. Warte mal. Nahkampfschaden gegen Monster plus 10%. Und dort haben wir die Schaufel mal her. Ah, die Angel. Unkraut. Was mit einer Machete nicht alles geht, ha? Huh? Wir boxen uns durch den Dschungel, Baby! Wow! Hey! Boah. Wo ist die nächste Truhe? Ah, da hinten gleich. Was ist das? Wir legen das schnell zurück. Na? Boah.
Und ich scheiß die ganze Zeit mit den scheiß Brecheis nochmal dumm. Ja, da gibt er das, was du Erfahrungspunkte kriegst. Das ist ja voll geil. Okay, bei den Türen braucht er ein bisschen länger. Aber schau dir das an, bitte. Also sollte ich demnächst mal eine Offline-Partie starten, weil wir Dinge brauchen, dann geht er nur mehr mit der Axt durch, dann kann ich nebenbei einen rauchen, trinkt mit einen Kaffee nebenbei und er sammelt mir die Erfahrungspunkte. Alter Mann, du bist eine geile Sau, dir sag es. Schau dir das an bitte, wie es da hingeht. Ja, voll geil. Oh, schau. Es will nur wissen, wie der Schaden bei ihr ausschaut. Alter, voll geil. Nur, da sind Pilze. Das sind Eier. Keine Ahnung. Boah. Du hast einen Wunschbrunnen. Ich habe dieses Material im Moment nicht bei mir. Ja. Kannst du dann was aussuchen? Seltenes etc. Eigentlich wollte ich angeln gehen. Eigentlich. Aber du hast ja gesehen, ich war jetzt so geil. Ich war jetzt so geil drauf, dass ich herausgefunden habe, dass man mit der Machete mehr erreicht. Schau dir das an. Ja, voll geil! Geil! Oh oh. Das riecht aber nach was Größerem. Da ist. Interessante Gegend. Also diese Gegend ist ja wirklich interessant gestaltet, Baby! Was ist das?
Gar nicht schlecht. Beide Junge, schau, was da kommt. Geil. Und ich scheiß da mit den scheiß Brecheis nochmal dumm. Okay, jetzt sind wir voll. Bis unter die Achseln. Shit. Shitolino. Warte mal kurz. Kann ich da eine Markierung her tun? Ja. Hä? Ich bin ja so schier, bin ich ja gar nicht. Nee. wo ist das schöne Lager? Warte mal. Jetzt habe ein bisschen die Orientierung verloren von lauter Scheiße rein. Mir gefällt es, dass wir sie permanent immer in den Nacken kratzt. Es ist so geil. Also ich laufe nur mehr mit der Machete nochmal dumm. So lange bis man halt wieder reinscheißt. So geil. Ich sollte später nochmal wiederkommen. Ja, bla bla bla. Leck mich. Angeln holt man ja, genau. Das ist gleich das nächste, was wir probieren werden. Jetzt zahlt sich das Spiel aus, weil du jetzt endlich die Dinge hast, die du brauchst. Kurz einen Blick, ich habe irgendwo eine Angel, ne? Jetzt warte ich einfach, bis einer anbeißt. Jo. Und wie lange dauert das? Boah, geil. Also, Junge, wow. Der Mann ist gut, hä? Naja, weißt du was? Ja, genieß das ein bisschen. Ich finde das saugeil. Ich hab jetzt nicht meinen Controller in der Hand. Und die Erfahrungspunkte steigen und steigen. Ich finde das gerade voll geil. Warte mal kurz, kann man da wieder aufhören? Okay. Rotbarsch, schwer zu finden und noch schwererer zu fangen. Okay. Legendärer Lachs, eine hochgeschätzte und delikate Spezies. Rotauge, ein gewöhnlicher Fisch, der überall vorkommt. Ein echter Überlebenskünstler. Voll geil! Ja, weißt du was? Wir werden die Fische gleich einmal in die Dings verstauen. In die Dings verstauen. Ah, da müssen wir auch noch umschauen. Warte, wir nehmen uns wieder die... die Machete, die ist saugeil.
Die Sau ist geil. Ja, was? Na, das machen wir später. Weißt du was? Da werd ich mich nach der Aufnahme noch mal ein bisschen hinhucken und das ein bisschen managen. Genau. Schau das an. Und ich scheiß da mit der Dings immer dumm. Ja, dann schaut doch uns irgendwann einmal diesen Baseballschläger mal zulegen. Hast du gesehen? Wir sind sogar so schier, da laufen selbst die Zombies davon. Alter, ist das geil! Also, jetzt fängt das Spiel erst aber so richtig an. Also, es braucht nur irrsinnig lang, bis es sich entfaltet. Voll cool. Was ist? Das bauen wir auch noch, oder? Sicher. Ich finde das gerade voll geil. Ich finde das jetzt so lang geil, bis ich wieder verreck. Ich sag es. Dann ärgere ich mich wieder. Schauen wir mal. Was sind wir denn? Limo-Liebhaberhaus, da waren wir noch nicht. Das ist da unten. Ich meine, wir waren schon unten, aber nicht drin. Das ist da unten. Logisch. Ich würde weglaufen. Der Charakter ist nämlich so schier, da sind vorhin schon Zombies davon gelaufen. Mhm. Und haben die Flucht ergriffen, weil sie sich gesagt haben, nein, mit dem wollen wir uns nicht anlegen, das ist zu gefährlich und ja. So. Auch voll geil. Schau das an, hörst. Der Mann mit der Axt, es ist geil. Also, da ist, wo ich mich stundenlang geärgert habe. Schau, was jetzt draus geworden ist. Eine reine Orgie. Achso, das war, da ist da. Okay. Ja, aber wie zuerst da rein in das Gebäudchen? Schau das an. Mit unserem Unkrautvernichter, Wahnsinn, der Typ, wirklich. Was für ein Müllhaufen, was wie man mich verstanden hätte. Das ist geil. Achso.
brauchen wir die. Genau. Brauchen wir das Brecheisen, das Erbrochene. Nur, bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil hier kein Lager ist. Wie weit ist das nächste Lager entfernt? Schauen wir auf die Karten, vielleicht sehen wir irgendwo eins. Ratchets Tanke. Na, müssen wir wieder zurück auflaufen. Schade. Also wurscht. Wir haben jetzt Zeit. Ist er nicht so weit weg? Gib dir das, gib dir das bitte! Und die Krachel und Thomas, so ein Scheiß! Na, typisch ich halt, ne? Na, na, du nimmst jetzt schon wieder die Macheten, du! Blockiert. Wir sollten eigentlich bald einmal auf Level 16 sein. Da, der Typ rennt ja amok. Und durch die Wand. Mhm. Voll geil. So, einer. Bruschetta mit Tomate, voll geil! Zwiebel? Können wir wieder zurücklaufen? Voll cool. Voll cool. So. Und einmal zurück, Baby! Unser Charakter ist nämlich so schier, dass die Zombies sogar schon davor laufen. Komm her da, du Bitch! Da 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 da. Das sagte der alte Mitch. Bla 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 bla. Was? Also jetzt bin ich geil, wirklich. Bruschetta, was braucht man denn da? Drei Zwiebeln? Mein Liebe, das noch um mich springt. Achso, das geht's ja auch nicht aus. So ein Schaß. Ich hab zwar genug da zum Kochen, aber mir fehlen die halberten Sachen. Junge, ich hoffe, du bist nicht hungrig. Also wie du siehst, der hat auch nicht einmal einen Hunger. Der jammert nicht, der tut einfach. Der ist wie ein... Ich nenn's jetzt mal... Im Prinzip ist der Mensch wie ein... Wie ein trainierter Hund. Genau. Er tut einfach.
Na klar, der kommt aus dem Survival-Kurs das Leben, gell? So. Her da, jawohl, schau es an erst. Hier wird nicht. Er redet nicht lange um, er fackelt nicht lange um und um, er tut einfach. Ach, ist das schön. Ich glaube, da sind wir jetzt dann soweit fertig hier in diesem Gebäudchen. Wir rahmen das jetzt einfach zurück. Nur. Ich hätte jetzt einmal bald einmal was anderes zu tun, weil da hin und her laufen, wie blöd. Warte mal. Ah! Ich kann den nicht mitnehmen, scheiße. Entschuldigung, den Ausdruck. Darmsee, okay. Da tut dir der Darm so weh, habe ich gehört, ne? Junge, das ist noch nicht mein Level. Dankeschön. Hasenpfote. Für was? Dinge, die ich nicht verstehe. Rucksack plus 4. Wir brauchen denn eigentlich nur ein Fell. Das wird so bemachen lassen, dass wir irgendwo ein Tierlein herkriegen. Hurra! Gusch! Gusch! Also ich so schnell geht das. Und separieren ja doch. Tierchen! Du siehst dieses Tierchen! So, jetzt habe ich die Messung geschossen. Heil dich mal, mein Freund! Voll geil. Jetzt können wir den Rucksack auch verbessern, siehst? Unser Terminator labt dadurch. Danke, Spiel. Was? Und ich, Idiot, ärgere mich doch stundenlang. Schau dir das an, bitte. Das ist ja die Erfüllung. Das ist ja die Erfüllung. Ja, das ist die Evakuierungszone, Lunatica, ja. Aber ich komme hier nicht runter, Spiel. Oh Gott, dieses Spiel.